haben wir das reale Recht und die Möglichkeit, Utopien zu entwickeln und zu leben? Guten Morgen! Diese Frage, die ich heute mit euch besprechen will, die wurde in einem Beitrag mit Rainer Langhans, der oft synonym mit der 68er Bewegung gebraucht wird, aufgeworfen. Dass wir formal natürlich jedes Recht der Welt haben, kreativ tätig zu werden und eine neue Weltordnung im Geiste zu entwickeln, das steht für mich außer Frage. Aber wie sieht es mit der Umsetzung aus? Rainer Langhans hat im Interview darauf referiert, dass wir Deutsche ganz besonders gehemmt agieren, neue systemische Wege zu gehen. Da der letzte Versuch, die Weltordnung zu revolutionieren mit einem neuen System, ein trauriges Kapitel in der Geschichte der Menschheit war. Aber meine Generation und erst recht neuere, jüngere Generationen haben kein wirkliches Gefühl mehr für die Nazizeit und fühlen sich auch nicht irgendwie gehemmt, die Welt zu revolutionieren, so denn sie es wollen. Viele Menschen streben nach individueller Freiheit, nach individueller Entwicklung, losgelöst vom Kontext eines größeren Bildes. Aber haben denn diese Menschen, die wirklich die Welt verändern wollen, die Möglichkeit dazu? Ist es nicht vergebene Liebesmühe, immer und immer wieder gegen starre Strukturen wie die Kultur des Fleischkonsums, die Kultur der Abgrenzung und damit eben auch die Kultur der Monogamie und andere sehr festgefahrene Glaubenssätze anzurennen, immer wieder und wieder? Und auch mit dem Wissen, dass mit jedem Gespräch, mit jedem, in meinem Fall Video oder in jeder Aktivität nur ein paar Krümel aus der Wand fallen? Ich glaube fest daran, dass ich niemals die Früchte dieser Utopie, also einer Welt voller Liebe, voller Achtung gegenüber anderen Lebewesen, die Auflösung aller Grenzen und Nationalitäten, der Verlust von Hass und Rechthaberei jemals erleben werde. Ich glaube sogar daran ganz fest, dass ich beim Versuch mit dem Kopf immer wieder gegen diese Wand zu rennen irgendwann sterben werde. Es gibt genug Hass und Widerwillen gegen meine Arbeit und gegen mein Leben als solches und natürlich auch gegen die Utopien und Träume anderer Menschen. Da mache ich mir auch nichts vor. Ist es also unmöglich, diese Utopie, was eine grenzenlose Gesellschaft voller Liebe ist, zu leben? Viele antworten dann aufgrund der eben genannten Argumente mit Ja und gliedern sich wieder ein und holen sich keine Beulen und Schrammen mehr. Aber das ist Illusion. Nach meiner Auffassung. Das Denken, dass man besser lebt, wenn man den Drang, das Leid, was durch das Leben einer Utopie entsteht, zu vermeiden, ist Illusion. Weil man nicht mehr lebt. Man ist nur noch eine bloße fleischige Hülle eines vormals aktiven und dynamischen Geistes, der im Wandel mit der Energie des Universums des Lebens stand. Was will ich sagen? Wenn man seine Utopien nicht lebt, seine Wünsche und seine Träume, dann hat man aufgehört zu leben. Schaut in die Augen von Menschen, die ein sozial angepasstes und gesellschaftlich als erfolgreiches Leben, klassifiziertes Leben leben und ihre Träume nicht realisiert haben. Und dann schaut in die Augen von Menschen, die tatsächlich leben. Schaut das Funkeln und die Lebendigkeit in diesen Augen. Schaut genau hin. Da erkennt ihr, was Leben ausmacht. Lebensfreude und Tatendrang, Energie im Fluss, kein Stillstand, Idealismus bis zum letzten Tag. Leben! Kein Wunder, dass die meisten Leute eine Altersvorsorge brauchen, weil sie nicht mehr alleine lebensfähig sind, weil sie nicht mehr fähig sind, nach Jahrzehnten des gesellschaftlichen Stumpfsinns und der Genormtheit noch einmal auszubrechen. Jeder, der wirklich lebt, der lebt vom ersten bis zum letzten Tag. Und dann stirbt er. Punkt aus Ende. Und ich bewerte heute nicht die Ideale, die man haben kann. Da gibt es genug davon und nicht allen stimme ich zu. Und mir geht es wirklich um den Wunsch, unabhängig dieser gesellschaftlichen Mauer zu leben. Das ist das große Kernthema. Nicht um alle genannten Ideale, die ich vorhin aufgezählt habe, Fleischkonsum, Monogamie oder sonst was, lasst uns da bitte nicht drauf versteifen, sondern es geht wirklich darum, dass man lebt und dass man seine Utopie, also Utopie in dem Kontext, dass es ja nicht real ist in dem Moment und oft eben von der Gesellschaft als Utopie gesehen wird, dass man diese wirklich lebt. Denn selbst wenn wir ein Leben lang nur ein paar tausend Krümel aus der Wand rausschlagen, ist es meine Überzeugung, die
kommenden Generationen, dass diese dankbar dafür sein werden, dass die Wand eben auch dünner geworden ist, auch wenn wir das nicht erleben. Derjenige, der jetzt seine Träume lebt, seine Wünsche lebt, seine Ideale forciert. Und ich glaube, das sollte man auch im Hinterkopf behalten. Und jeder, der Idealist ist, und dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht, Idealismus, könnt ihr euch gleich mal anschauen, der hat eigentlich auch keine Wahl.